Man sieht nur deine Augen, aber egal. Oh Mann, Ali, nerv mich nicht. Was soll ich denn machen? Mach Popschutz weg. Nein, tu mal, das sieht einfach keinen Unterschied. Guckst du? Doch. Zwei Drittel ist das bedeckt. Popschutz oder nicht, Alter, schreiben wir auch noch bis drei. Ne? Okay, kannst du mal anfangen, Ali? Ja, ja, ja. Also, wir haben heute uns überlegt, wir machen ein Special-Video. Und warum ein Special-Video? Warum ein Special-Video, Ali? Weil wir heute einen Meilenstein erreicht haben, unseres Kanals. Das hatten wir seit Anfang an. Was hatten wir vor? Vier Abonnenten zu erreichen. Vier Abonnenten, ja, wir haben vier Abonnenten erreicht. Das ist unser vier Abonnenten-Special heute. Aber wir müssen auch sagen, zwei davon sind wir. Zwei davon sind wir und ich glaube, einer davon ist ein Freund von uns. Also vielen Dank an den einen fremden Menschen, der uns abonniert hat. Und deswegen wollen wir genau für diesen Menschen und für alle anderen natürlich auch, die gerade reinschalten, ein kleines Special machen, in dem wir über allerlei Themen reden. Ja. Real Talk. Real Talk. Wir haben hier eine kleine Tüte voller Überraschung vorbereitet, mit Zettelchen, auf denen Themen draufstehen, wo wir einfach mal unser Herz ausschütten und einfach mal das sagen, was uns schon immer auf der Leber lag. Wobei wir mal sagen, okay, wir haben kein Geld für einen Therapeuten, aber wir machen es mal selber. Deswegen, Ali, die Ehre gebührt dir. Du bist ein Abonnent von vielen. Du darfst den ersten Zettel ziehen. Ein Abonnent von vielen. Okay. Popschutz. Okay, auf dem ersten Zettel steht Popschutz. Das müssen wir kurz erklären. Wir haben für unsere Mikrofone Popschütze gekauft. Und auf den Videos erkennt man unser Gesicht nicht wirklich damit. Das Ding ist aber, mit Popschutz klingt deine Stimme einfach nochmal ein bisschen klarer, wenn du aufnimmst. Ali findet, das ist Bullshit. Deswegen Popschutz, Fragezeichen, Ali. Nochmal ganz klar, was sagst du dazu? Nein. Also guck mal, es war von Anfang an so. Also wir haben uns die Mikrofone bestellt. Und da hast du Popschutz irgendwie dazu bestellt. Ich habe nicht gesagt, ja oder nein. Du hast einfach dazu bestellt. Und dann haben wir es ausprobiert. Und dann habe ich gemerkt, auf dem Kamera, weil ich bin eher der Kamera, der dafür sorgt, wie die Kamera steht und so weiter. Dann sage ich halt, guck mal, man sieht dich überhaupt nicht. Ja, aber das ist gut für mich. Und mich kann man besser sehen. Das ist das Problem, du bist hübscher. Ach so. Man muss mich ein bisschen verstecken. Danke. Pass mich nicht an. Aber trotzdem, kein Popschutz. Ich bin voll Popschutz, deswegen seht ihr auch gerade einen Popschutz vor meinem Gesicht. Weil einfach die Stimme ein bisschen geiler klingt. Stimmt gar nicht. Man muss jede... Stimmt gar nicht. Jede Nuance der Qualität rausholen, Ali. Aber du, nein, deine Stimme ist auch so toll, du kannst es ohne machen. Wir sehen, was sich durchsetzt. Danke. Ich werde meinem Trend treu bleiben. Okay, ich zähle jetzt. Vier Abonnenten können abstimmen, ob wir mit Popschutz oder ohne Popschutz. Steht 1-1 schon mal zwischen den Fingern. Okay, ich zähle den zweiten Zettel. Wir machen direkt weiter hier. Alter, das ist richtig scheiße gefaltet, Ali. Ja, direkt ein hartes Thema. Liebe, Gefühle. Ach so. Was kommt dir sofort in den Kopf, Ali? Gar nichts. Gar nichts. Er empfindet keine Liebe. Nein, Liebe ist für... Für dich Pussys. Ist Nein, erstmal. Also Gefühle und Liebe. Naja, die Frage ist, was stellst du dir unter Liebe vor? Also im Gute Film... Gute Gefühle oder nicht? Ha? Gute Gefühle. Gute Gefühle, aber in Filmen und, keine Ahnung, wird Liebe immer als was... Ja, das sind Hollywood-Filme. Ich glaube. Also, es wird immer gesagt, dass es halt schön ist, in Liebe zu sein und so weiter. Aber es ist auch so, wenn man verliebt ist und die eine Person dich nicht mag, dann ist wieder alles scheiße. Aber trotzdem bist du verliebt und Liebe ist dann doch als negativ Liebe tut bezeichnet. Auch weh. Ha? Liebe tut auch weh. Ja. Aber wenn man Liebe so jeden fragt, dann sagen sie halt, Liebe ist, ja, wenn man verliebt ist zusammen und keine Ahnung was. Aber du kannst auch verliebt in ein Mädchen sein, die dich nicht zurückliebt. Was eigentlich immer der Fall ist. Bei mir. Wenn du sie stalkst und ja. Du beobachtest sie den ganzen Tag durch ihr Zimmerfenster durch, ja, wie sie sich umzieht und sie schreit auf einmal los und ruft die Polizei. Ja. Das ist mein Leben, jeden Tag. Aber ich sag auch, also ich finde auch, Liebe geht auch weiter, wenn man sich zum Beispiel trennt, dann ist diese, wenn man sich vermisst und so weiter, dann ist diese Liebe, würde ich auch als Liebe bezeichnen, weil man immer noch hinterher trauert sozusagen, dass man jetzt nicht mehr zusammen ist oder dass man die Person vermisst. Hm. Wenn man die Person vergessen hat, dann ist es dann alles weg sozusagen. Diese Magie, was da noch zwischen euch war. Das ist das Schlimmste, wenn man eine Person einfach vergisst. Okay, finde ich einen guten Ansatz. Ich glaube, nach der Trennung ist es mehr Sehnsucht vielleicht, nach dem, was du nicht mehr hast.
Der Mensch, glaube ich, vermisst immer das, was er nicht kriegen kann oder nicht mehr hat. Schwierig da zwischen Liebe und wirklicher oder richtiger Sehnsucht zu unterscheiden. Ja, aber es ist ein langes Thema. Liebe ist nicht immer einfach. Ich glaube, 80% der Zeit ist Liebe schwierig. Warst du schon verliebt? So richtig verliebt war ich, glaube ich, zweimal. Oder einmal. Ein, zweimal. Also richtig verliebt ist selten geworden. Ich glaube, es ist schwer, das zu unter... Wir sind noch relativ jung. Und ich glaube... Also ich war schon mal verliebt und die Person wusste nichts von mir. Hast du sie bei Instagram gefunden oder was? Nein, auf der Schule. Oh, war Adriana Lima, ich liebe dich. Das war schon traurig. Ja klar, aber daran wächst man. Und ich, auch wenn... Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Liebe den Großteil der Zeit wehtut. 80% des Lebens vielleicht, wenn du Pech hast. Aber wenn du die richtige Liebe gefunden hast, dann hat sich's gelohnt. Ich glaube, jede Liebe ist es wert, dafür Schmerzen einzufahren am Ende. Ja. Wenn du jetzt 5 Jahre nur Pech hattest in der Liebe und alles scheiße lief, ich glaube, wenn du dann eine Frau kennenlernst oder einen Mann in anderen Fällen, bist du froh drum, dass du vielleicht so viel Scheiß durchgemacht hast, dass du es dann eher schätzen kannst und dass du einfach alles vergisst. Es gehört einfach alles dazu, diese Schmerzen und ja, diese Trennungen und das, dies, das gehört einfach dazu und du lernst einfach daraus und dann nimmst es auch nicht so schlimm, wenn du merkst, dass es einfach am Ende Liebe ist, auch wenn du sie vergisst oder vermisst und so weiter, auch wenn ihr euch trennt, dann tust du mehr wertschätzen, als wenn du sagst, alles ist scheiße und so weiter. Ja. Da würde ich sagen. Vermutlich, wenn dir jetzt ein Typ anbieten würde, okay, ich habe hier eine Pille für dich, wenn du die schluckst, dann bist du immer glücklich. Du hast immer die Liebe deines Lebens, was auch immer. Ich glaube, du, das ist wie mit Millionären und Promis und sowas. Irgendwann ist der ganze Rummel um der ganze Fame, das ganze Geld normal für sie geworden. Das gleiche ist mit der Liebe. Ich glaube, wenn du für immer glücklich in der Liebe bist, wenn du immer nur das perfekte Liebesleben führst, dann bist du nicht glücklich. Es ist, glaube ich, einfach normal, es ist Normalität, es ist nichts mehr Besonderes. Ja. Du brauchst dieses Auf und Ab, ja, genau, um wirklich glücklich zu werden, denke ich. Ja, finde ich auch. Sehr cool. Nächster Zettel, Bro. Depression. Depression, okay, direkt nach Liebe kommt Depression, wenn das kein Schicksal ist. Warst du schon mal depressiv, Ali? Es ist schwer zu sagen. Ja, die Frage ist, was ist depressiv und was ist... Ich habe immer selber als depressiv bezeichnet, wenn ich 2 Wochen depressiv war. Aber das ist dann die Depri-Phase, würde ich sagen, und nicht depressiv sein. Das ist was anderes. Also Depression zu haben, ist was anderes, als wenn man nur scheiße drauf ist. Und ich war, würde ich sagen, nur scheiße drauf und nicht so wirklich depressiv, obwohl es manchmal einen Monat gedauert hat. Okay, und so also das ist schon ziemlich lange. Ja. Depressionen, ich weiß nicht, ob ich schon mal depressiv war. Ich glaube, dafür musst du auch zu einem Arzt gehen, um das mal erklären zu lassen. Ja, ich glaube schon, das ist, glaube ich, aber, wenn du depressiv bist, dann hast du, glaube ich, Gedanken wie Selbstmord, die sind Alltag für dich. Ja, genau, aber sowas hatte ich nicht, genau sowas. Also so depressiv war ich noch nie. Also ich hatte immer so Depri-Phase, wo ich mich scheiße gefühlt habe und es war auch richtig scheiße, aber dann, wenn man sich wieder gut fühlt, dann sagt man, das war doch keine Depri-Phase, weil du keine Selbstmordgedanken und, keine Ahnung, dich nicht aufgeschlitzt hast. Oder? Ja. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dich umzubringen? Oder was wäre, wenn du nicht mehr da wärst? Nee, ich glaube, das ist einfach... Nee, ich habe immer über Tod der anderen nachgedacht. Wieso der anderen? Oder nee, ich habe auch darüber nachgedacht, was passiert, wenn ich sterbe. Wie denken die Menschen über mich? Wenn sie trauern oder wenn sie... Ja, genau, so ging es mir. Und ich glaube, ich habe nie über Selbstmord nachgedacht. Ich glaube, wenn du so weit bist, musst du dir unbedingt Hilfe suchen. Es ist nichts Schlimmes. Ich glaube, wenn du... Depression ist erstmal so verbreitet mittlerweile in der Welt. Vor allem in so einem Land wie Deutschland, weil du so unter Druck stehst teilweise. Vor allem junge Menschen. Es wird so viel erwartet mittlerweile. Und da ist Depression eigentlich kein Ausnahmefall mehr. Es kann vorkommen. Es ist nichts Schlimmes. Also es ist schlimm, wenn du das nicht behandeln lässt. Es ist schlimm, wenn du dich verschweigst vor anderen Menschen. Denkst du, ist es schlimm, wenn man scheiße drauf ist für ein paar Tage? Oder soll man sich, es sozusagen noch verschlechtern? Weil viele, zum Beispiel, wenn sie für ein paar Tage oder einen Tag scheiße drauf sind, dann denken sie, dann wird es noch schlimmer. Dann sind diese Abwärtsspirale, wo sie dann noch schlimmer denken. Und dann denke ich, das kann schlimmer werden. Aber wenn man so scheiße drauf ist, dann kann man sagen, okay, die Tage kommen noch, wo man gut drauf ist. Total. Da kann man trotzdem noch positiv irgendwie darüber nachdenken und sagen, hey, das wird noch besser. Und ich glaube, 1-2 Tage, wenn es dir scheiße geht und du einfach alleine sein möchtest, sei alleine. Das ist doch voll okay. Und heul! Ich würde sagen, du sollst auch weinen und nicht unterdrücken. Ja, also genau. Das machen viele Menschen, einfach ihre eigenen Emotionen unterdrücken.
Das ist falsch. Aber sobald es länger wird, sobald du dich länger alleine fühlst oder unwohl und sowas, Gedanken hast, wie du depressiv wirst vielleicht, dann solltest du auf jeden Fall erstmal mit Freunden sprechen, wenn du keine richtigen Freunde hast, mit der Familie. Wenn deine Familie auch nicht stimmt, such dir Hilfe. Ich meine, das ist heutzutage alles nicht mehr so schwer. Es ist auch echt nicht schlimm, wenn man sich Hilfe sucht. Das ist einfach, das ist Zeug von Stärke, glaube ich, wenn du sagst, okay, ich brauche Hilfe und ich suche mir jetzt auch Hilfe. Hast du schon mal, also als du so down warst, mit anderen darüber gesprochen? Selten, ehrlich gesagt. Ich habe, ich weiß es nicht, einen guten Freund hab ich, mit dem ich über sowas rede, aber sonst finde, ist es bei mir schwer, das mit jedem zu teilen. Ja. Ich will es auch nicht mit jedem teilen. Willst du nicht die anderen runtermachen, oder? Beides, ja. Ich denke erstmal, es geht nicht jedem was an. Dann der zweite Gedanke, nicht jeden interessiert es. Und der dritte Gedanke, ich glaub, das ist, können wir gar nicht helfen. Ich glaube, das ist der Schlüssel, einfach das zu sagen, ist einfach nur eine Erleichterung an sich. Ja klar, reden ist auf jeden Fall immer eine gute Medizin. Bei mir, ich habe immer später darüber geredet. Also nie, wenn ich in der Phase war, sondern später, wo ich sage, ja, ich war mal damals depressiv oder so. Ja. Und dann, ja, genau. Aber auf jeden Fall schwieriges Thema, was man nicht so schnell in ein paar Minuten abhandeln kann. Aber da war es mal ein paar Gedanken. Aber was? Wir müssen weitermachen. Wir müssen weitermachen, wir haben auch voll viele Zettel. Nein, Spaß, das ist ein wichtiges Thema. Wenn ihr depressiv seid, lasst euch helfen. Und wir ziehen den nächsten Zettel. Ich glaube, das ist der Sinn, das Ding, was du einfach immer fühlst am Sonntagabend. Du fühlst dich so sinnlos, weil du nichts gemacht hast. So absolut überflüssig. Denkst du wieder so, okay, ich habe nichts gemacht heute, der Tag war so überflüssig.